Zur Frühjahrsausfahrt rief das Team um Gerhard Horn vom Can-Am Powersport Center Allrad Horn mit Sitz in Judenburg am 7. Mai 2016 und das bereits zum 10. Mal. Unter dem Motto Can-Am-Fahrer einrücken wurden die Piloten der kanadischen Offroad-Fahrzeuge regelrecht dazu aufgefordert, sich an der Can-Am-Tour zu beteiligen. Ich finde das absolut genial. Ausfahrt Horn wieder Skigebiet, Rundfahrten, absolut sensationell. Wir kommen jedes Jahr, zweimal im Jahr kommen wir her. Also es gibt da wieder schöne Ausfahrten da herum. Wetter wie auch fahrplanmäßig war bei der Can-Am-Tour alles mit dabei. Von Sonne bis hin zu Hagel, von Asphalt bis hin zu Schlamm. Sehr zur Freude und Abwechslung von insgesamt 50 Can-Am-Piloten, die mit 31 Fahrzeugen unterwegs gewesen sind. Auch das kulinarische Verwöhnprogramm kam bei der Ausfahrt nicht zu kurz. Nach einer Stärkung beim Heuswirt in Modriachwinkel ging es mit neu gesammelten Kräften auf die nächste Etappe der Tour. Um dem Motto Einrücken gerecht zu werden,
wurde bei einem Stopp in Zeltwig die Luftfahrtausstellung des Bundesheeres am Militärflugplatz Zeltwig unter kundiger Führung besichtigt. Österreichische Militärgeschichte und ein Ausflug in die Entwicklung moderner Luftfahrttechnik waren im Programm enthalten. Ja, mein Name ist Gerhard Horn von Alrad Horn und es war heute unsere 10. Ausfahrt mit Kunden, unsere 10. Kennem-Ausfahrt, die uns in das wunderschöne oststeirische steirische Hügelland geführt hat und es war wunderschön, das Wetter hat uns mitgespielt. Herrlich, alle wieder gesund zurück. Ein durchwegs positives Resümee aller beteiligten Piloten zeugt von einem gelungenen Tag, welcher mit Gulasch und Getränken im Kennem Powersport Center Alrad Horn in Judenburg bis spät in die Nacht ausklang.